Herzlich willkommen zu einem neuen Video, PS Days Hannover 24 in vollem Gange. Guten Tag. Herr Pühl ist auch am Start und er hat heute die große Ehre, ich habe ihn gerade davon überzeugt, dass er mit mir kurz einmal mit euch ein bisschen die Fahrzeuge begutachtet. Im Hintergrund hört ihr schon ganz neu. Für unsere Freunde des gepflegten Motorsports. Genau. Wenn man es hört. Im Hintergrund hört man vielleicht die Drift Area, da wird gerade gedriftet. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt mal so durch die Halle zur Drift Area. Aber witzig, wie die ganzen Leute da schon hinpilgern, nur weil ein bisschen Qualm und so weiter kommt. Aber das ist ja wie S-Motorshow, weißt du, wenn du abends um 18 Uhr einmal die Karre anschmeißt, Kaltstart. Da, ne? Genau dafür haben wir Marius Golf zusammengebaut, weil den werden wir auf jeden Fall auch anreißen. Dann werden wir uns in die Richtung bewegen. Ladies Lounge, Benelux Pavillon, Grail und Fox, hinten noch Late Night mit den ganzen Raketen. Die fahren nämlich, glaube ich, um 16 Uhr. Das heißt, ganz am Ende können wir mit Glück am Start ein bisschen Autos sehen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier einmal gucken. So, eigentlich genau deins hier. Muss dich auch wohlfühlen in der Halle. War das Ironie? Nö, weiß nicht, irgendwie, da du ja auch so ein M1-Fan bist. So, das ist ja so ein bisschen. Ich habe den vorhin schon angeguckt. Ja, ich sag, das könnte auch im schnell vorbeischauen ein alter Lambo oder sowas sein. Mhm. Ja, oder ein Ferrari. Ja. Sieht schick aus, aber ich bin dann schon eher so 991 hier. Also, die ganze Halle hat Sven Schulz wieder auf die Beine gestellt. Das heißt, hier sind verschiedene Bereiche. Beziehungsweise verschiedene Bereiche heißt einfach Elite Circle. Das sind so die besten Autos, die sich bewerben, die Sven dann alle raussucht. Und dahinter kommt die Community Garage. Das sind alles so Autos, die sich bei der Messe eigentlich bewerben. Ne? Und man kann schon immer sagen, dass so schon so die besten Fahrzeuge hier immer sind. Aber meinem GT3 RS den Bremssatteltopf zu lackieren. Also, jetzt mal unabhängig von dem Auto. Ja, wer mich kennt, bin ich jetzt nicht so der, der jetzt da mit Chrom und Luftfahrwerk und so. Also, 90-95% aus der Halle, da kann ich, also bin ich ganz ehrlich, nix und nicht viel mit anfangen. Aber dennoch natürlich Chapeau an das. Man weiß ja selber als Mechaniker, ne, was für eine Arbeit da drin steckt. Und man muss auch sagen, würde jeder einen verdammten E36 bauen, ne, dann hätte jeder so eine Karre, dann wäre es langweilig. Also so die Vielfalt ist gut auf jeden Fall. Ja. Aber also sogar zwei verschiedene Felgen, ne? Ja. Was ich jetzt ein bisschen, also ich bin einfach ein ehrlicher Mensch, was ich halt schade finde dann bei solchen Fahrzeugen, das Ding kann ja eigentlich richtig was. Und wenn du es halt, weiß ich jetzt nicht, wenn das so tief ist und so, weiß nicht, ob das noch so. Ja, also man kann einfach schon sagen, das war eigentlich mal ein Auto für die Rennstrecke und jetzt ist halt ein Showcar, ne? Ist halt einfach so, ne? Aber ja, wenn man es sich leisten kann, why not? Ne? Also ich habe vollstes Verständnis dafür. Alles gut. Wenn man es sich leisten kann, einen GT3 S zu kaufen, würde ich natürlich lieber den GT3 S umbauen als normalen. Wir beiden sind jetzt so ein bisschen in dieser Rennszene drin, dass man auch gerne mal Rennstrecke fährt. Es gibt Leute, die waren im ganzen Leben noch nie auf Rennstrecke. Ne? Aber ich merke das auch echt jedes Jahr und es wird bei dir nicht anders sein. Ich war ja auch mit Lisa 2016 oder so oder 17 waren wir mit dem E36 auf Luft am Wörthersee und ich war trotz dessen, dass ich auch da kein Luftfan war, hat es mir trotzdem so ein bisschen Bock gemacht. Aber jetzt bin ich da so, also wirklich ändert sich irgendwie die Meinung halt. Ne? So. Das Auto stand mir schon diverse Male vor von Jörg Ballermann, der Einser. Wollten wir auch immer schon hinfahren, noch mal ein Video zu machen, weil das Auto kann auch Geschichten erzählen. Aber der läuft so, wie er da steht? Ja. Schon krass, ne? Wie aufwendig das gecleant wurde. Ich muss jetzt mal ganz kurz darüber. Da ist halt alles dran, was man braucht, ne, zum Fahren. Also selbst. Ich meine, gut, letztendlich, ja, Zündung. Ja, hier hast du genau dann die Leitungen für. Selbst der Lüfter ist vor dem Wasserkühler. Also selbst dann ist es jetzt nicht nur so, dass nur ein Wasserkühler drin steht, sondern da ist der Lüfter noch davor. Ja, ist schon heftig, ne? Also. Aber es ist schon, also Getriebeglocke ist schon Chrom, ist nicht poliert, ne? Ist schon richtig. Ist alles Chrom. Und dann gibt es ja auch, es gibt ja guten und schlechten Chrom. Ja. Und die Teile sind dann alle perfekt verchromt. Also da, es geht damit los bei so einem Getriebe, da wirst du erstmal 50, 80 Stunden nur polieren, ja. Gussnasen wegschleifen, ja, dass das überhaupt erstmal so glatt wird. Und glatt wird. Und dann fängst du überhaupt erst mit der Poliererei an. Ne? Ich habe da 2003 mal angefangen, bei einem Yamaha Aerox einen Motorblock verchromen zu wollen. Das ist abnormal. Ja. Aber das Auto wird dann wirklich eigentlich gar nicht mehr gefahren, oder? Ja, das so ein bisschen vielleicht mal durch die Halle auf dem Trailer. Hier geht halt immer, ne, alte BMW. Ja. Musst du eigentlich nichts machen, außer ein paar BBS drauf oder irgendwelche anderen schönen Felgen. Wobei das ja schon hier, was ist das für eine Lippe vorne drunter? Könnte irgendwas Schnitzermäßiges sein, Hartke. RC90 Felgen müssten das sein, also auch original BMW. BBS halt, ne? Ja, sexy. Was ich halt in der Halle immer cool finde, ist die bunte Mischung, ne? Alter, da sehe ich uns drin hier. Ich finde das Ding aber geil irgendwie. Ja, ja. Ne? 24-Stunden-Rennen, ein paar Räder hinten drauf. Wobei ich auch sagen muss, ne, war ich auch nie der Fan, aber je älter man wird, ne, so ein 124er Coupé ist auch schon fett. Ne? Wobei ich die schon immer geil fand. Echt? Also 124 Coupé, aber 124 Coupés in gut gab es auch noch nie billig. Ja,
Und das Ding gibt es ja, kennst du ja bestimmt, 500e, ne? Ja, ja. Der E500, 500e und dann der Breitbau. Ich weiß gar nicht, das hat ja auch damals Bosche, war mit Bosche zusammen, ne? Alter, heftig so ein Auto, wirklich heftig. Aber das Ding ist echt geil, ne? Ja, vor allem so diese ganze Radreifenkombination auf dem Ding, der wird ja normalerweise viel höher sein, logischerweise nicht breit. Auch die Räder werden da original gar nicht so stehen, wie sie da so stehen. Ne? Sieht irgendwie aus für mich wie so ein Flugzeug-Flughafen. Ja, genau. Kofferding, ne? Aber irgendwie cool. Der liegt genauso wie Lisa ihrer lag fünf Jahre lang. Ja. Auch schönes Auto. Wir sind ja immer noch auf der Farbsuche. Wir haben ja schon mehrfach in verschiedensten Videos nachgefragt, was die Leute lackieren würden, E36. Ich finde es eine coole Farbe. Ist ja jetzt kein Dakar-Gelb, ne? Ist wahrscheinlich was aus Nicht-BMW-Palette. Also ich finde es besser als Dakar-Gelb, weil ich finde dieses etwas Orangen-Titel, genau, ausgeblichen, nicht so, ne? So, ne? Finde ich schon besser. Was ich finde, was bei dem auffällt, ist M3 ohne die Spiegel dann. Aber gab es ja so nie, oder? Nee, M3 also war immer mit M3 war immer ja, mit den typischen, ich sag jetzt mal, ATU-Spiegeln, oder? Das lustige ist, M3-Spiegel, die jeder immer nachrüsten wollte. Das Design kam ja von BMW und jeder hat es dann am Golf 3 halt gefahren oder was man irgendwann bei ATU gab, ne? Also ja. Kennt ihr, geht auch immer? Hier ist einer Baileys-Fan. Alter, aber guck mal hier, auch mit ganzer Rennpedalerie drin. Was halt immer wieder krass ist auf solchen Messen ist, wie viele Leute es so gibt, die bereit sind, Stunden in so ein Auto zu investieren. Ne? Wenn ich Stunden in ein Auto von mir investiere, dann weiß ich ja immer noch am Ende, dass ich damit irgendwie Rennstrecke baller. Selbst wenn du es kaputt machst, hast du irgendwas. Ne? Aber da muss ich auch sagen, das schon, also da muss echt Bock drauf haben, das muss man echt sagen. Also. Und das sind ja alles 1 plus, weißt du, das Ding ist ja perfekt lackiert, alles verchromt, vergoldet und so weiter. Den Kollegen kennt er ja, der kommt bei uns aus der Nähe, Tim. Den haben wir auch schon einmal vorgestellt. Damals war der noch nicht abgestimmt, mittlerweile ist er abgestimmt. Gab natürlich Probleme mit Getriebe, weil so viel Leistung hatte, dass gleich irgendwas geflogen ist. Was heißt so viel Leistung? Hier, die wollen Richtung 180 PS. So, in die Richtung soll das schon so gehen. Ne? Aber einfach auch so ein bildschönes Auto irgendwie, ne? So wie der liegt und so weiter. Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, wir hatten eben schon mal einmal über Jaguar gesprochen. Ne? Auch geil. Das Problem ist, dieser Auto, so wie er da steht, das wird wieder kommen. Das ist für mich so ein Auto, vor 5 bis 10 Jahren war für mich das Geilste, sich ein Auto zu nehmen. Das sollte flach sein und so diese typische City-Cruiser-Runde. Ein bisschen Mucke an. 7er, Jaguar, E-Klasse. Die ganzen Autos, Strich-8er, wo man einfach so ein bisschen mit rumgerollt ist. Deswegen war damals auch Pflicht-Automatik. Jeder wollte eine Automatik haben und einfach so. Und da zähle ich die Autos definitiv auch zu. Ne? Aber ich muss sagen, ich finde es richtig geil. Ist mal ganz was anderes. Ich find's geil. Ja. Weil ich müsste jetzt wirklich erstmal hingucken, weil das wird ja ein Schirmer-Auto sein. Also das wird ja ein Schleifenauto sein und kann eigentlich kein Joker. Nee, der kann richtig was, ja. Der sieht nicht nur so aus. Aber was ist das für ein Bodykit? Also entweder ist es hier von, wie hießen die damals, Flossmann? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, also das ist nur eine Vermutung, keine Ahnung. Alter, der Spruch ist aber was für dich hier. Titten, Techno und Trompeten. Ja, aber ist geil, geiles Auto. Das ist eher so ein bisschen Rocket Bunny, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ja, aber mit dem ganzen Schirmer-Interieur und so wird das ja schon. Das ist so eine 200-Kilo-Bude. Ja. Aber muss ja ganz ehrlich, mit dem Achsstand muss das ja schon krank fahren eigentlich. Ne? Weil guck mal, wie viel... Also das ist sowohl, so ein Sub-7-Auto. Das Rad steht doch locker 6-7 cm weiter raus, ehrlich. Ja, schau die Platten an, ja. Ja, der wird mit Sicherheit schnell sein, je nachdem, wer das fährt. Ne? Aber sieht geil aus. Ich glaube, in jeder anderen Farbe hätte es mir nicht so getaugt, aber der Matt schaut richtig krass aus, weil du halt die Proportion siehst. Ne? Das sind ja die besagten Sterne, die sich jeder bei mir auf dem Auto wünscht, wenn die so tief sind. Das ist der Motorsportstern mit M7. Ne? Was ich krank finde ist, ich hätte jetzt vom Design hätte ich gedacht, das ist ein 19 Zoll, aber es ist ein 18 Zoll. Auf dem Auto finde ich, sieht die Felge auch gar nicht so klein aus. Wenn ich mir meinen vorstelle mit 18 Zoll drauf, hätte ich irgendwie Angst, dass das Rad zu klein aussieht. Aber hier finde ich, geht sogar. Ne? Aber du musst doch immer sagen, bei den Motorsportlern, die sind ja nicht so krass tief. Also das ist ja nicht auf Fitment gebaut. Ne? Auch gerade wenn du die Hinterachse anguckst, ja. Da ist ja schon immer Luft drin. Und dann, glaube ich, wirkt das alles ein bisschen anders, wie wenn er jetzt so hart tief ist. Ne? Da müssen wir übrigens einmal, warte mal, da standen wir auf der Essen Motor Show vor und ich habe gesagt, dass das und das gefällt mir nicht so. Und dann kam der Kollege an und meinte, es gefällt ihm auch nicht und er will es umbauen. Ja, ja. Nee, aber jetzt hat das tatsächlich umgebaut. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht komplett. Da war links und rechts, weil der Motorraum noch nicht frisch und neu lackiert war, war da so Abdeckung drauf. War das Auto, ne? Kann ja nicht so viele weiße. Aber ey, was ist denn das für ein Lader? Können ja nicht so viele Supras geben, die so, ne? Deswegen bin ich auch ziemlich sicher, das Auto ist. Das ist gerade 4.
304? Ah, aus dem, auch, ja, aus dem 7er GDI? Weiß ich nicht, das ist so 1500, ne? Vor allen Dingen, guck dir mal Titan. Den Abgang an. Ja, das weiß ich, aber geiler Stil, weil es richtig schön sauber gebaut. Was ist 5 Zoll oder was ist das hier mehr? Also das hier sind 6, das sind auf jeden Fall 6 und ich würde sagen, das sind 5. Ja, 127, ja. Krass. Auch 12 Düsen. Geil. Richtig geiler Motorraum. Also so, das ist so der Traummotorraum. Einfach alles lackiert. So ein Motor, so ein Lader. Fertig. Oh. Mit der Lader so groß, dass ich jetzt hier auch. Und Z ist auch einfach der Motor, ne? Ja. Ohne Scheiß. Wie oft ich schon überlegt habe, so ein scheiß Ding zu kaufen und den E36 zu bauen. Das machen ja viele, aber. Ich hatte, wie gesagt, mal einen Strich 8er. 2OZ. Mhm. Als einen echten mit Turbo oder Sauger? Nee, als echten, aber hab's dann, also hatte ein abgeschnittenes Auto, alles angepasst. Als 6-Gang-Schalter, hab dann aber. Ah, in so einem alten Auto will man das auch nicht. Nee. Sowas sehe ich ja bei Tom immer noch auf dem Auto. So geschraubte Räder. Die müssen irgendwie bei Tom für die Auto drauf. Doch, ich finde schon. Ich finde schon irgendwie zu einer Supra, weil er hat ja auch den Bremsschirm hinten dran, weißt du? Dann kann man auch solche Räder drauf machen. Oh, das ist heftig. Eines der schönsten Karossen einfach E30 im 3. Ja. Krass große Räder drauf, ne? Also der Durchmesser der Räder ist. Ist mir zu groß, muss ich ehrlich sagen, wie bei Jean-Pierre, der auch ziemlich große Räder wegen seiner Bremsanlage auf dem E30. Das taugt mir nicht so, aber ist was anderes halt, ja. Ja. Aber diese Vielfalt der Autos, krass. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal Richtung durch die Pavillon durch. Bei 16 Uhr geht's los, dass die Late Night Jungs ein bisschen fahren. Dann sehen wir noch ein bisschen Leistung hier. Hier seht ihr jetzt Benelux Pavillon. Da sind wirklich nur Autos Belgien, Holland, Luxemburg. Ihr hört aber schon den Beat im Hintergrund. Da müssen wir noch mal wiederkommen, wenn es ein bisschen ruhiger ist, weil da ist richtig Disco in der Halle drin. Ne? Da stehen aber wirklich wirklich nur Autos, die aus diesen Ländern kommen. Und auch wirklich geile Autos. So, also auch wirklich richtig hochwertige Autos. Ne? Aber, pass auf, wir gehen mal hier rein. Sogenannte Ladies Lounge. Auch Beschallung. Wir wollen jetzt auch nicht der Buhmann hier sein. Wir machen Folgendes. Wir gehen mal kurz wieder raus. Ja, deshalb muss man ganz ehrlich so sagen, in dem Moment, wenn irgendwo Musik läuft, das ist A, schwer zu verstehen. Und bei uns fliegt sofort die ganze Monetarisierung raus. Aber wir machen Folgendes. Ihr kriegt einfach aus den beiden Hallen jetzt zur Sekunde einen kleinen Porn. Und wir laufen einmal zur Showstrecke rüber und starten mit den Late-Night-Autos. Meine Damen und Herren, weiter geht's in unserem Goldbarren. Endlich hier. Guckt ihn euch an. In ganzer Pracht. Sitzt endlich in einem vernünftigen Auto, ne? Bequem. Also ich dachte, dieser Barren ist die Pracht. Ey, aber ohne Witz, ne? Hier sitzt echt geil drin. Ja, also muss man sagen. Die Bank ist schon bequem. Wir haben mal wieder für die PS-Days Verhinterreifen bekommen. Das heißt, wir können so richtig schön jetzt einen anpulen lassen. Ja. Das wird Flo jetzt übernehmen. Wir haben hinten einen Drechsler-Diff drin. Das heißt, das wird er auch umso besser tun. Wir haben letztes Mal war auch schon Turbo. Ja, war auch schon Turbo. Genau. Letztes Mal war auch schon Turbo. Das heißt, genug Saft sollte jetzt eigentlich auch da sein. Ja. Und wie gesagt, keine Rücksicht aufs Material. Ne? Kennst du ja, Spielchen. Und gib ihm. So, let's go. So, wollen wir? Wir sind sogar zu viert. Das ist das Gute an dem Auto. Immer schön Druck hinten auf Rädern. Ja, lass direkt hier richtig schön ein. Also ein bisschen saftig einen an Pool. Florian Widerstein, Samurai-Pool. Ja. Ja. So, Power erstmal anmachen. Erstmal den Jawohl! Jawohl, also jetzt will ich langsam mal losfahren. Kann es sein, dass hier irgendwas 140? Ah, ich sehe gar nichts. Nee. Also jetzt kannst du fahren bis weiter. Ersten runter. Ja! Ist das ein Raucher oder? Geh mal einen hoch. Du musst aber können hier. Jo. Jawohl. Jetzt ein bisschen schneller werden so. Überzeugt. Ah, ist ein 2JZ, der kann das! Die Paint machen wir komplett blank, die Dinger! Komm mal, Leute,
Ja, nochmal ein schöner Satz Reifenschuber vernichtet. Oh, Alter. Alleine fürs Flo's Grinsen ist das immer wert hier. Alter, ist er noch top? Nee, innen drin Gewebe also, schon raus. Da, innen ja. Ja. Der ist konserviert jetzt, ne? Jawohl. Ja, danke Yokohama. Hat Spaß gemacht. Hat gut gequalt, die Pelle. Das heißt, da kamen mit Sicherheit auch schon ein paar Funken raus. Ah, hier. Feinstes Yokohama. Feinstes Yokohama. Oh, herrlich. Herrlich. Sehr gut, weiter geht's. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, wir haben zu diesem, ich sag mal, Rahmen damals mal ein Video gemacht. Da war es noch ein reiner Rahmen. Ja. Aber jetzt läuft's? Denke schon. Ja, es ist schon toll, wenn ich heute, sondern generell mit dem Auto jetzt. Letztes Wochenende dreimal. Also ist noch relativ jungfräulicher. Ja. Es wird halt dann in dem Moment einfach dumpfer und lauter und krasser und stärker. Also was kein Volumen mehr hat, ist auf jeden Fall mein Trommelfell. Da muss man auch wirklich leider in dem Moment immer zurückgehen und weggehen zu dort. Ne? Alter! Haben wir tatsächlich in Holland das Auto gefilmt, als das ein reines Rohrrahmen war. Also das ist gar keine, ist gar nicht mehr. Das Einzige, was hier dran noch Audi Coupé ist, ist das Häuschen. Der Rest ist ein reiner Gitterrohrrahmen. So und? Da sieht man jetzt nicht schlecht. Da ist auch so volles Programm mit Trockensumpf und so weiter. Ja, ich würde sagen laut. Aua. Alter, der holt mir den Arsch rum. Alles wild. Der ist eh kurz. Das ist frisch? Muss ja. Ihr habt schon Gehörsturz. Alter. Was war das denn? Der stand gerade einen Zentimeter lang. Lauter, bevor es überhaupt losgeht. Ne? Boah. Ich, der schon Tinnitus hatte. Davor. Ja, da musst du hier, also die verteilen nicht ohne Grund beim Reingehen schon Arsch. Oh, oder? Hab ich nicht bekommen. Und noch ein Pilz. So, also, worum geht es hier heute? Eigentlich geht es hier auch gar nichts. Einfach nur für genau diese ganzen Leute, die alle hier sind. Wo ich wirklich schon mal sagen muss, vielen, vielen Dank, dass ihr alle zahlreich seht. Weil wir haben wirklich das erste Mal fahren am Freitag. Und Tribüne inklusive den ersten Rängen sind schon voll. So, das Ganze läuft unter der Late Night. Late Night ist ein Veranstalter, die mehrere geile Veranstaltungen pro Jahr machen. Und Marcel, The Voice of Race, moderiert das Ganze hier wieder durch. So, und es ist wirklich tatsächlich so, einfach nur sein Auto für die Zuschauer kaputt machen oder halt der eine oder andere Test zu dir. Prinzipiell ist die Länder dafür bekannt, dass es die stärksten Autos sind und meistens Viertelmeile-Autos, das heißt reine Rennautos zum geradeausfahren, so wie den Kollegen, den wir gerade schon hatten, Tim. Aber geil, ist das erste Mal, dass ich Auto auch fahren sehe. Wir machen euch immer eine Infokarte rein von dem Video, da war das noch ein reiner Horror. Aber jetzt wird es auf jeden Fall gleich wieder laut. Mal gucken, ob hier gleich volles Ballett mit Allradstart und allem. Normal, Alter. Was hat denn das Ding? 1800 PS genau was? Allein, dass es so laut sein kann, finde ich. Nee, es gibt halt immer die Variante einmal Launch mit Ladebock, hört man auch, die wird dann so hellhörig und dann gibt es halt immer auch Knallpuff-Peng als Hardcut. Ja, du bist ein Profi auf dem Gebiet, ich kann da nicht mitreden. Dementsprechend dann nochmal lauter wird. Ne? Ganz dezent, ne? Kein Bum-Bum. Vor allem ist, den ganzen Teilnehmern wurde bestimmt vorher wieder gesagt, mach mal so ein, zwei Gänge Gas, ne? Und du hörst ja bei vielen Auto abbocken, so nach 400 Meter kommt der Lader, und dann nochmal Hauptsache drei Gänge durchziehen. Aber, ne? Ja, genau. Junge. Das war Frontantrieb.
ich würde jetzt sagen, der C63 lässt die Räder durchdrehen. Man könnte es erahnen, weil hinten andere Felgen als vorne. Aber für mich einfach bis heute ein schönes Auto. Also ich bin Fan von dem Auto. Ja. Mich an 2017 mit unserer C-Klasse. Das ist das Einzige, was ich das ganze Jahr gemacht habe. War die falsche Antwort? Du hättest sagen müssen, das erinnert dich an unseren Goldbarren. Ja. Er wird auch eigentlich auch geiles Auto von Arne. Da ist tatsächlich so ein klassischer Audi V8 drin, aber mit zwei Turboladern vorne links rechts. Aber woher ist Audi V8? Aus dem 100er oder was? Oder 200? Ja genau, da gab es halt diese typischen, den gab es als 3,6er und als 4,2er. Also eigentlich kein Mensch kommt auf die Idee, so ein Ding mal auf Turbo zu bauen, aber jetzt gemacht. Wie man hört. Man hört, ich wollte gerade sagen. Dauert lang, bis sich der Lader dreht. Ja, nee, das war erstmal losgerollt und dann hinten reingedreht, ne? Das war so fast zum Scheitern verurteilt, weil ich vermute mal, er wollte einen Allradstart hinlegen. Aber man hat gesehen, dass sofort das Allrad ausgefallen ist, der nur vorne durchgedreht. Ich dachte, das ist ein Frontriebler. Nee, ist ein Allrad. Und dann habe ich mir gewundert, warum keine Gangräder am Boden sind. Nee, er ist ja auch angewuppt und dann hat man gesehen, wie definitiv die Allrad aufgegangen ist. Ne? Und das ist dann halt der Moment, wo... Ey, dieses Verteilergetriebe, ja, was da so dann drin abgeht. Ne? Weil eigentlich will es ja Last. Knall, der da im Eimer kommt. I hear some shots. Man muss einfach, das kann die Kamera leider auch nicht übertragen, dass dieser Moment, wenn ein Auto 1000 oder 1500 PS hat, hört es sich einfach immer gleich. Dieser Schalldruck ist einfach ein ganz anderer. Ne? Ja, ich muss mir doch extrem die Ohren zuhalten, das ist wild. Sieht auf jeden Fall auch wild aus. Opel Corsa, aber vorne und hinten Slicks. Das heißt, ich vermute mal, dass das eigentlich kein Frontantrieb sein kann. Da verbiegt sich die komplette Karosse. Ja, also, aber man hat es irgendwie schon so gesehen, ne? Also richtig wie das Ding mit Allrad dann. Ja, Wahnsinn. Also als der B-Corsa mal vom Band gelaufen ist, glaube ich, hat er sich auch anderes vorgestellt. Aber ihr werdet gleich sehen, mein Favorit ist von Mateusz. Der weiße Zweier, auch ein 8-Sekunden-Auto, dafür, dass er noch relativ original ist. Also echt. Mateusz ist dafür bekannt, der wird auf keinen Fall von Gas gehen. Er wird mindestens erst, zweite, dritte stehen lassen, wenn er in den vierten sogar noch fährt. Also vierte wäre zu wild gewesen bei der Strecke, aber... Ja, also dritte werden bei den Autos schon 200 sein, aber der war es definitiv. Aber die erste Antriebswelle ist schon geflogen. Jetzt haben wir Arne nochmal mit dem V8. Der erste Lauf gerade war nur so ein bisschen angerollt und dann reingetreten. Ja, ich glaube, wenn du da richtig machst, wird es wild, oder? Ja, vor allem der Sound so ist schon geil, wie der so... im ersten losgefahren, hat gefühlt dann den dritten geschaltet, in den zweiten runter und dann 2-3 gezogen.
So viel zur Schuhstrecke, ist aber einfach geil, gehört einfach irgendwie zu so einer Messe dazu. Hier kann man es wenigstens mal, ich glaube, selbst wenn du es gar nicht siehst, sondern nur hörst, ist das Erlebnis fast genauso groß, wie als wenn du es siehst und hörst. Ne? Aber hören gehört einfach mit dazu, das geht auf den meisten Messen nicht, hier geht's. Deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder rein in die Halle. Zum Abschluss natürlich noch mal einen kleinen Rundgang bei uns über den Stand. Den muss ich euch einfach zeigen. Also, als allererstes an der Ecke hier wollte ich mal ganz was anderes zeigen. Also, was heißt ganz was anderes zeigen? Jeder von euch kennt ja unsere maximal krassen Umbauten immer. Aber, Nico, wenn du jetzt von da so, so eine kleine Runde drehst und man sieht einfach E46 und Misano roten RS4 B5. Ja. Mehr 2000er und mehr klassisches Tuning geht für mich einfach nicht. Beide Autos so clean und so sauber. So, und bei beiden Autos ist es auch einfach so, mehr als eine Felge, eine Bremse und ein Fahrwerk braucht das Auto auch einfach gar nicht. Ne? Ich meine, wie geil dieser rote RS4 steht. Das Auto gehört Phil, der für mich immer die ganzen Teile fräst. Ich habe ihn gefragt, ob ich sein Auto bei mir auf den Stand stellen darf. Und er so, nein, das Auto will doch hier keiner sehen, Zustand viel zu schlecht und so weiter. Schwör ich, er hat das Ding hier reingefahren und alle sofort hat er, wie bildschön ist dieses Auto. Ne? Was soll da denn dann Zuschauer nicht gut sein? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich find, das Ding glänzt, sieht ultra geil aus und so weiter. Und klar, E46, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist einfach für mich perfekt, wie das Ding hier steht. Dann haben wir, wie jedes Jahr, natürlich unser Messecontainer am Start. Tresen davor, oben kleinen Ruhebereich drauf. Und ja, genauso für mein Styroperk wieder. Ne? Er hasst es immer, wenn ich Werbung mache. Aber dieses Styropor-Schild ist halt mittlerweile auch eine Legende. Es war eigentlich als Einwegschild gedacht. Ich glaube, wir haben es mittlerweile 5-mal aufgehangen. Und es ist einfach. Also jeder kommt in die Halle rein und sieht einfach sofort, wo alles ist. Dann haben wir hier einmal unsere Gummimaschine, die man unschwer erkennen kann. Ihr habt es ja eben gerade auch im Video schon gesehen. Ich hoffe, meine Handyfilmerei hat gepasst. Barren, danke nochmal an Yokohama. Wir haben 3 Sätze Reifen zum Runterbrennen zur Verfügung gestellt bekommen. Einen Satz haben wir noch, den werden wir auch noch platt machen. 2 haben wir schon platt gemacht. Okay, liegt sogar noch so eine alte Pelle. Oh ja, das war auch kurz vor Ende. Aber die Reifen rauchen auf jeden Fall gut. Ja, ja, Flo hat auch gesagt, bei dem ersten Burnout, Alter, krass, wie das Ding nichts macht. So, dann Flo Polybauer, haben wir jetzt ja mittlerweile viel zusammen gemacht. Deswegen auch, weil er hatte ein bisschen Platzmangel, sein Civic. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal ein Video zu machen, weil der ist mittlerweile auch mit größerem Lader, mit Vollzelle, abgeschlossen. Ja, ist aber das ist ein richtiges Rennauto geworden. Genau, mittlerweile mit Vollzelle, mit Shifter, hat da so ein spaciges Lenkrad dran. Ist für mich eines der bestfahrendsten Frontantriebautos, die es gibt. Wirklich, man fährt das Ding mit Slicks auf der Rennstrecke und fühlt sich sofort wohl. Also das können die Autos, dass die einfach gut fahren. So, also ihr merkt, bunte Mischung dieses Jahr hier. So, dann habt ihr gerade im letzten Video gesehen, Marius Golf, einfach immer wieder Augenweide, läuft tatsächlich, fährt. War ein Genuss, dieses Grinsen im Gesicht zu sehen, dass er mit dem Auto auf den Trailer fährt und vom Trailer runterfährt. Allein dafür hat sich die Nummer halt gelohnt. Ne? Und es ist halt nach wie vor so, jeder guckt hier rein und sagt sich so, ja, ist das jetzt hier Showcar oder ist das halbe Meile oder Viertelmeile oder ja, einfach nur krank. Es kam einer an während der Messe, der kannte sich auch genau mit dieser Turbine aus, die in dem Turbolader drin ist. Wir haben da jetzt eine neue Upgrade-Turbine drin von TTE. Und also TTE hat diese Turbine eingebaut und der sagte, da wird richtig was kommen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Objekt hier. Kommt gerade gar nicht dran, oder? So. Limo auch am Start. Hat sich wieder ein bisschen was getan. Wenn man hier so drauf guckt, sieht man, dass hier tatsächlich mittlerweile ein Kabelbaum drin liegt. Will noch nicht zu viel verraten. Wird es ein Video drüber geben, aber ich habe euch ja gesagt, ich will die Videos ein bisschen mehr so gestalten, dass die einen Anfang und ein Ende haben. Das heißt, dass final wirklich kabelbaumtechnisch hier alles ist. Ich kann so viel schon mal vorab verraten. Ich habe ein bisschen Hilfe bekommen. Und wir haben uns auch überlegt, wir verkabeln doch das ganze Auto. Also, ganze Auto heißt, uns war es dann doch wichtig, dass wenn man die Bremse tritt, hinten die Lampen angehen, wenn ich einen Rückwärtsgang reinmache, Rückwärtsgangscheinwerfer angeht, dass ich blinken kann, Lichthupe machen kann und so weiter. Ne? Da könnt ihr euch aber drauf freuen. Sonst so auf jeden Fall schon, ja, eigentlich, wenn man ehrlich ist, eigentlich ein ganzes Auto. Also, wo würdest du sagen, was fehlt denn da jetzt noch? Ja, eigentlich nur. Ja, das ist übrigens meine, mit jedem, über den ich das Auto gesprochen habe, auf der Messe, meine Traumperspektive ist diese, wenn du von da reinfilmst, durch das Loch durch auf das gefräste Tisch. Ah, jo. Das ist gut, ja.
Ja, was hier noch fehlt, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Innenraum. Also jetzt als allererstes Elektrik fertig machen. Wenn Elektrik fertig ist, alle Kinderkrankheiten wegmachen. Das heißt, dass ich wirklich das Auto fahren kann, laufen lassen kann, dass Bremse funktioniert, Handbremse funktioniert und so weiter. Öltank funktioniert, Lüfter funktioniert, die ganzen Spielereien. Und dann überlege ich mir, also dann ist noch eine Sache an dem Auto unfertig. Das sehe ich genauso, wie ihr das seht, und das ist der Innenraum. Also für den Innenraum müssen wir uns noch irgendein geiles Konzept überlegen. Also natürlich kommt noch ein zweiter Sitz rein, aber ich denke, ich werde mir auch noch was ein bisschen überlegen in Sachen Türpappen, in Sachen... Ja, mal gucken. Will nicht zu viel verraten. Ich habe gerade deine Schilder schon wieder gelobt. Deswegen bald gibt es hier wieder Aufträge für Schürowerk. Er schämt sich immer für die Schilder, ne? Weil wir schon so oft aufgehört haben. Nein, nicht schämen. Ich glaube, man hört dich nicht. Weil sie schon so oft benutzt wurden und eigentlich nur zur Einmalverwendung sind. Innenraum noch ein bisschen und dann sind wir eigentlich soweit ready da. Ne? Jetzt kommen wir zum nächsten Prachtexemplar hier. Ja, Tom Supra. Mit dem ganz unauffälligen Turbolader. Also gegenüber Essen Motorshow hat sich hier nicht ganz so viel getan, außer, ich glaube, hier noch ein bisschen mehr Gold. Ich glaube, das war während der Essen Motorshow noch gar nicht, dass die Einspritzgalerie auch in Gold war. Ja. Wobei diesen Ladeluftkühler an. Ne? Wartet auch tatsächlich nur noch drauf, dass ich mit ihm gemeinsam Kabelbau mache. Nee, was soll ich jetzt damit? Ja, von hinten für die Kamera rein, Lutz, ne? Ich versuche ihn mal schön bedeckt zu halten. Nein, seit Essen Motorshow eigentlich gar nicht so viel passiert, ne? Nee, nur die Kleinigkeiten, die halt keiner sieht, ne? Aber es sieht tatsächlich keiner. Hier, Servobehälter gebaut. Natürlich Alu, genau. Billet. Servobomben und sowas komplett zerlegt und neu gemacht und komplett neu gelagert. Ein Quatsch. Aber sieht ganz geil aus hier, ne? Guck mal, direkt Servopumpe auf Dash drauf. Ja, und halt hier komplett zerlegt, neue verzinkt und so ein ganzen Quatsch, ne? Das ist ein bisschen schön, wie er aussieht. Ja, was noch? Viele Kleinigkeiten. Bremsleitung gebaut, Kupplung gelüftet, also ein Quatsch. Ja, alles angepasst. So Kleinigkeiten, die keiner mehr sieht, weiß ja, wie es ist, ne? Das hätte man am meisten auch. Als nächstes geht es jetzt dabei um Thema Kabelbaum, weil bei dem Auto ist es halt auch krass, da muss halt ein schöner Kabelbaum rein. Also was heißt schöner Kabelbaum? Ich würde zum Beispiel auch in diesem Auto jetzt keinen Rennsport-Kabelbaum sehen, weil du wolltest ja diesen Teil zum Beispiel original lassen. Genauso da rechts den Teil original. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt einen Kabelbaum bauen, der dazu passend ist. Ja. Und da finde ich persönlich halt passend zu, ist auch, dass man den originalen Sicherungskasten behalten muss und dementsprechend Main Relay, halt Lüfter und so weiter, alles über diesen Sicherungskasten halt. Ne? Dass genau. Du nach wie vor da ganz normal deine Klappe aufmachen kannst, du sehen kannst, welche Sicherung genau. Ist. Wenn das geht, dann wäre natürlich am geilsten. Alter, ich sehe zum allerersten Mal hier dieses, da ist das Wastegate ja, ne? Ja. Aber Wastegates eingebaut sehen, schon fast keine Chance, ne? Nee. Also das geht auch nach unten, also da musst du schon echt reinbücken. Und das andere ist zwischen Block und Krümmer. War auf der Essen Motorshow die Rail schon in Gold? Nein, doch ein bisschen nur. Wie ein bisschen? Ja, also, nee. Er hat 12 Karat? Nein, er hat es ein bisschen verkackt, hat er gesagt. Und deswegen hat er es nochmal neu gemacht. Und die Hütchen, die Kappen waren noch nicht Gold. Die waren noch definitiv noch nicht. Ja, die waren noch nicht, die waren nur poliert. Weil du musst ja polieren, verkupfern, wieder polieren, dann Gold. Aber ist schon krass, wie viele Leute das Auto verkuppen. Ne? Mhm. Also super ist schon definitiv. Ich meine, klar, viel auffälliger geht es auch nicht als den Lader in Gold. Ne? So, mittlerweile hat man sich auch daran gewöhnt. Ich finde es mittlerweile auch geil. Aber ist halt einfach die Größe und so weiter. Ja, aber findest du es zu groß? Nein. Ich finde es genauso dabei, oder? Zu groß geht nie. Ja, ist einfach so. Aber es ist halt, es sieht so aus, als wenn es für die Supra berechnet ist. Ja, ne? Genau. Das passt da perfekt rein. Genau soll ich mir den Motor auch mal vorstellen. Klar, das Gold ist jetzt, ne? Geschmackssache. Ich finde es auch geil. Aber mit Keramik auf der Supra kommt es aus Gold halt auch nicht mehr dabei. Ne? So. Ja. Schön, dass wir ein Auto ausstellen durften. Schön, dass du da bist. Weiter geht's. So, nächstes Auto hier von dem Herrn, der eben gerade kurz im Bild war, von Luke, sein Golf. Den haben wir ja mal vorgestellt mit Cyvex. Also ist komplett quasi der originale, das ist das Besondere, Einspritzmotor mit einem frei programmierbaren Steuergerät. Das ist nicht so einfach, weil diese Hochdruck-Einspritzelemente, die sind nicht so einfach zu regeln, weil die Stromstärke so hoch ist. Weil man darf aber nicht vergessen, dass wenn man etwas regelt, macht man normalerweise ein Lastrelais zwischen. Das heißt, wenn ich einen Lüfter anmache, geht dieser gesamte Strom nicht durch das Steuergerät, sondern durch einen zweiten Kreislauf, welcher über das Relais geschaltet wird. Das geht aber bei einer Einspritzung nicht, weil das Relais viel zu langsam ist. So, und deswegen ist es nicht so einfach, einen Direkteinspritzer mit einem freiburgischen Steuergerät zu fahren. Das geht allerdings mit Cyvex. Da gibt es dann ein extra Zusatzsteuergerät, welches sich um die Direkteinspritzung kümmert. Ja, sonst wunderschönes Auto, kommt jetzt auch direkt, das ist der Luxus, den ich mir immer gewünscht habe. Das Auto bleibt gleich in Hannover, den stellen wir zu mir in die Halle.
weil Luke hat noch so eine Liste von 10 Sachen, die er gerne machen würde. Und er sagt immer bei uns Jungs in Hannover ist das für ihn Urlaub. Er kann sich zu Hause nicht motivieren, an dem Auto zu schrauben. Da sagt er, würde er sofort wieder loslegen. Das heißt, da wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen Content zukommen. Ne? Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn ich die beiden Autos jetzt so nebeneinander sehe, ist das schon eine wilde Mischung. Ne? Ja, das ist schon also wirklich. Supra mit Gold und das Ding sieht halt einfach nur, ja, ist halt, muss man ganz ehrlich sagen, ist ganz eigener Stil, aber schon wild. Also eigentlich ist das Auto weiß. Dann war es schwarz-matt und jetzt so mit der Folie drauf. Also mit der Folie drauf, mit dem Design auf dem schwarz-matt ist das schon geil. Und fährt auch gut. Und wird noch viel, viel besser fahren. So, dann nächste Kollege, kennt ihr vielleicht aus dem einen oder anderen YouTube-Video, Tom Schütze. Echtes Renngerät hier. Hat extra für die Messe seine Felgen nochmal in schwarz-glanz lackiert. Damit es hier so ein bisschen Show und Shine wenig ist. Einfach krank. Also wenn ich das Auto sehe und ich weiß ja, wie viel er fährt und wie er fährt, ist es für mich der Wahnsinn, dass hier oben eine Tür auf und zu geht und das Ding nicht einfach auseinanderfällt. Ne? Weil ich glaube, er ist 60.000 oder 80.000 Kilometer Nordschleife gefahren und die halt wirklich nicht gerollt, sondern wirklich jede Runde 90%. Ne? Geil. Ja. Das wäre eigentlich auch nochmal ein Auto für dich. Ja, E92 könnte man. Wäre doch passend zum E36 und E46. So, jetzt natürlich müssen wir auch unsere Golf-Fraktion noch ein bisschen beglücken. Einmal Golf 5 von Dominik. Ist ein Pirelli, Folie drauf und von Benny gemachter Motor. Da haben wir mal ein Video gemacht, da sind wir auch immer noch nicht fertig. Also es gibt wirklich noch 2, 3, 4, 5 Videos, die noch offen sind. 2.0 TWSI, die Stärken und Schwächen, was man verstärken muss. Das war ursprünglich für dieses Auto. Der fährt jetzt auch schon wieder. Ist nur immer noch nicht final abgestimmt. Irgendwie noch ein bisschen Probleme mit Landersonde oder irgendwie sowas. Ich war früher nie Golf 5 Fan. Also Golf 5 war immer der Golf für mich, der am uninteressantesten war von allen Golf, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Aber ist irgendwie gekommen. Ja. Nee, also muss ich irgendwie sagen. Also war früher immer ein Auto, wo ich dachte, aber mittlerweile finde ich Golf, muss ein Zweitürer sein. Geht als Viertürer gar nicht. Mhm. Aber hat schon was, ja. Find's auch cool. Schon geil, ne? So, und jetzt letzte Auto bei uns auf dem Stand dieses Jahr von René, den Golf. Oettinger Breitbau-Kit war ja im letzten Stand mit so einer PCP-Lackierung, das heißt so Lack, den man eigentlich wieder abziehen konnte. Jetzt wiederum, deswegen will ich euch das gerne zeigen, wurde das Auto komplett nochmal einmal von Lackwelt Uexleben lackiert in Kreidegrau. Das heißt, der ist jetzt wirklich einfach nur geil smooth durchlackiert. Und da muss ich immer wieder sagen, Chapeau an die Jungs aus Uexleben. Das ist schon, ja, also ich weiß, wie, das ist ja nur angeklebt, das ist ja nur ein Plastikteil auf Blech. Diese Kante so schön sauber und alles so hinzukriegen, da gehört schon ein bisschen was zu. Aber wenn er hier irgendwann mal die Stoßstange runternehmen muss, ne, wird das halt echt krank, ne? Weil diese, das Teil setzt ja an der Stoßstange an. Das heißt, jetzt gerade ist das, man kann es gar nicht zerlegen, es ist einfach nur ein Teil. Ja, aber sonst so, finde ich so einfach in sauber durchlackiert, in Kreide, finde ich definitiv 10-mal besser als mit dem alten Design drauf. Also viel, viel besser. Ich würde bei dem Auto, hätte ich noch Folgendes gemacht, die würde ich lackieren. Mhm. Die würde ich lackieren und würde wahrscheinlich nur den Schacht in Carbon lassen oder sogar komplett durchlackieren. Dann wäre es... Also dann würde ich es komplett durchlackieren. Ja, oder komplett. Weil ich glaube sogar, dass die Form in Kreide sogar geil aussieht. Also man kann das ein bisschen hieran erahnen. Sieht ja schon geil aus mit der, ja, Vertiefung. Das stimmt. Und ich glaube, wenn die ganze Haube in Kreide wäre. Ja. So, wollten wir euch einfach nur zeigen. Noch ein bisschen von den PS-Days in Hannover. Ein paar Einblicke. War ein kurzes, knackiges Wochenende. Sind halt leider immer nur 2,5 Messetage. Aber war wieder ein Highlight. Danke an alle, die hier waren. Ich hoffe, die Besucherzahlen waren gut. Ich hoffe, alle Aussteller sind happy. Ich habe auf jeden Fall jede Menge grinsende Gesichter gesehen. War eine geile Zeit. Ich würde sagen, tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.